Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin. Ach, Mensch. Das wird jetzt ein bisschen kompliziert für mich, weil irgendwie haut mein Cam-Bild nicht hin. Das ist alles so auf den Kopf gedreht. Warum? Ich habe keine Ahnung. Aber mir eigentlich auch relativ egal. Ihr kriegt das schon irgendwie hin. Und zwar wollen wir unser S5 routen. Ich habe mein S5 gestern Abend auf Lollipop aktualisiert. Ich werde euch das doch mal zeigen. Bis jetzt seht ihr ja, dass jetzt schon so hell ist. Jetzt geht mal erst nach unten. So. Zack. Und ich habe Android-Version. Da ist mein Daumen. Wo ist mein Daumen? Da. 5.0. Ich hoffe, ihr konntet jetzt sehen. Ich kann euch das auch noch genauer zeigen. Ich drücke einfach ein paar Mal die Android-Version an. Und dann kommt der Lolli für Lollipop. Jetzt kann ich hier, ne, da ein paar Mal raufklicken. Ich kann auch hier gedrückt halten. Zack. Und dann kommen wir in dieses Minispiel rein. Was so ein bisschen wie Flavor oder wie, keine Ahnung, wie das Ding heißt, da ist. Und das wollen wir jetzt einfach mal routen. Um das zu routen, geht ihr am besten in die Einstellungen. Falls ihr das nicht schon offen habt, USB-Debugging, geht ihr in die Einstellungen. Dann geht ihr auf Geräteinformation. Und wo waren das? Eins. 2, 3. 3 unter dem Android-Version steht Bundle Number und da drückt ihr ein paar Mal drauf. Dann kriegt ihr die Entwickleroption freigeschalten und diese befindet sich dann praktisch da. Genau da. Neben dem Konto. Ne, wo bin ich denn da? Doch, da ist er doch. Da. Nee, bin hochgerutscht. So, neben dem, hoppala, da, na, da, neben den Geräteinformationen findet ihr dann die Entwickleroption. Dort geht ihr rauf und dort ist der Punkt dann USB-Debugging. Da müsst ihr dann einen Haken reinmachen. Dann am besten auch noch bei, wenn ihr schon ein geroutetes Handy habt, geht ihr auf Sicherheit. Ich gucke gerade, wo Sicherheit ist. Na, keine Ahnung. Irgendwo ist Sicherheit hier drin. Ach. Sorry Leute, ich bin müde. Ich habe mir jetzt die Nacht wegen diesem Scheiß hier um die Ohren geschlagen, um euch das zu zeigen. Ach, da. Sicherheit ist der komische Schloss. Da. Haltet ihr rauf und da habt ihr dann weiter unten den Punkt Reaktivationssperre. Da müsst ihr den Haken rausnehmen. Da darf kein Haken drin sein. So, das war doch schon. Und ich zeige euch auch mal, dass ich geroutet bin. Ich habe nämlich hier, zack. So, und jetzt bestätige Root. So, Root ist bestätigt. So, da ist das. Da seht ihr das nochmal, dass ich geroutet bin. Ah, seht ihr das? Ja, ich glaube, ihr müsstet das sehen. Da seht ihr, dass ich geroutet bin. Und wie wir den Root jetzt machen, den ihr ja auch haben wollt, das werden wir uns jetzt mal anfangen. Ich muss nochmal mein Handy hier wieder vernünftig in die Schale drin machen. So, und dann schalten wir das Handy erstmal aus. Komplett ausschalten. Das also ausschalten tut es jetzt mit Lollipop definitiv schneller. So, ist aus. Jetzt machen wir den USB-Kabel ran. Ich muss ihn unbedingt noch laden. Und ihr müsst euch dann die Links, ich werde die Links, die ich euch jetzt zeige, auch unten in die Videobeschreibung machen. Also einfach mal drauf drücken und dann geht es auf und dann ist da auch mehr drin. Ich werde auch den Anhang für CF-Auto-Route drin machen. Was ich aus der anderen Beschreibung kennt, er ja CF Autoroute, hat bei mir nicht funktioniert. Meins hat sich komplett weggeschossen.
Und ich habe die ganze Nacht drum experimentiert, wie ich das Jans kriege. Am Ende vom Video werde ich euch dann noch einen Trick verraten, wenn ihr das genau das gleiche Problem habt, wie ihr da nicht unbedingt das neueste Android drauf machen müsst, um es wieder hinzukriegen. So, ihr ladet euch auf jeden Fall erstmal die Open Recovery TWRP runter. Da am besten die TAR-Datei, das ist diese hier unten. Dann braucht ihr die Beta Super User V2.44. Kann natürlich sein, wenn ihr das Video später macht, dass hier schon eine neue Version drin ist. Wir machen es damit. Die Links findet ihr in der Beschreibung. Odin braucht da. Und die Samsung-Treiber, die haut er am besten als erstes auf den Laptop oder PC, je nachdem. Wichtig ist, dass euer Handy an einen USB 2.0-Anschluss angeschlossen ist und dass es das Original oder ein originales Samsung-Kabel ist. So, dann also als erstes Samsung-Treiber installieren. Dann müsst ihr euch dieses runterladen. Also ihr müsst alle runterladen, aber wir fangen mit diesem TWRP an links. Ja, Recovery-Ding ist das halt. So, dann öffnen wir als erstes Odin. Ich arbeite mit Odin 10.0. Je nachdem, mit welchem Odin ihr arbeitet, steht da AP. Hier bei mir steht AP. Das kann ich euch zeigen. Ja, AP steht bei mir da, bei euch müsste PDA oder irgendwas da stehen, je nachdem mit welchem Odin ihr arbeitet. Ist aber immer der zweite Punkt. Auto-Reboot und F-Reset-Time muss an sein, alles andere aus. Ja, da klatschen wir mal ruf und da hauen wir die OpenTWPR rein und dann starten wir das einfach mal. Achso, geht ja nicht zu starten. Mein Fehler. Bevor wir das machen, müssen wir den ja erstmal. Ach Quatsch. Odin bitte als Superadministrator. Ich bin heute echt. Ich habe nicht geschlafen. Als Administrator starten. So, dann holen wir das dann nochmal rein. So, im Handy drückt ihr die Lautstärke-Taste leise, also nach unten, die Power-Taste und den Home-Button. Also leise, Power und Home, dann vibriert es, dann haltet ihr gedrückt, dann kommt ihr in diesen Modus rein. Ja, da hat sich mein Camtasia gerade weggehangen. Also wie gesagt, Lautstärke nach unten, Power und Home-Button und dann kommt ihr in einfach gedrückt halten, auch wenn es vibriert hat, kommt ihr in diesen Modus. Dort drückt ihr Lautstärke nach oben, dann habt ihr dieses Android-Mannequin. Und da einfach dann in Odin sagen, wir wollen starten. Der jagt jetzt durch. Unten ist ein Balken, der sich bewegt. Das müssen wir jetzt erstmal abwarten. Seht ihr? Irgendwie hängt die Cam schon wieder. Oh, nicht doch, oder? Ne. So. Und da seht ihr praktisch, dass mein Handy neu startet. Mit den Ausfällen hier zwischendurch müsst ihr mal bitte entschuldigen. Ich schneide da nichts oder so. Das ist mein Camtasia, was sich dann ab und zu mal hier ein bisschen aufhängt oder weghängt, sobald was mit dem USB ist. Ich habe keine Ahnung. Ich werde die Tage den Laptop definitiv nochmal neu aufsetzen. Und schon haben wir unser Handy gestartet. So. Jetzt gehen wir, können wir das schließen. Jetzt gehen wir zurück. Hier habe ich die Super User, also die Beta-Super SU-V2.44. Die Datei dürft ihr nicht entpacken, das ist eine ZIP-Datei. Kann ich euch auch mal zeigen. Da ist eine ZIP-Datei, die lasst ihr so wie sie ist. Dann geht ihr auf Computer. Jetzt müsste eigentlich mal langsam mein Handy auftauchen hier. Erstmal abmachen nochmal vom USB. Nochmal dran machen. So.
Vorführeffekt. Das ist das fünfte Mal, dass ich das jetzt mache. Und jetzt will er nicht. Ist auch klasse, ne? Das Gerät könnte eine höhere Leistung erreichen. Ja, ist mir klar. So, da haben wir es. Da geht ihr auf, habt ihr Memory, also Card und Phone. Ihr geht auf Phone. Das ist ganz wichtig. Und da klatscht ihr die Beta einfach rein. In keinen Ordner oder irgendwo drin, einfach nur so in Phone rein. Und das war doch schon. Dann können wir jetzt den USB-Kabel wieder trennen. Wir können das Handy wieder ausschalten. So, Handy ist aus oder noch nicht ganz. Jetzt ist es aus. Jetzt drücken wir den Lautstärke-Knopf nach oben, also Plus, Laut, Home und Power-Button. Und halten den gedrückt. Dann kommt da oben so eine blaue Schrift, eine rote Schrift und eine gelbe Schrift und wir halten es trotzdem weiterhin gedrückt, bis dieser Bildschirm kommt und dann sind wir auch da schon drin. Dort geht in den obersten Menüpunkt Install. Dort geht ihr ganz nach unten und wählt die Beta Super User aus. Dann kommt ihr in diesen Bildschirm. So. Und hier unten habt ihr so einen blauen Punkt. Das ist so ein Schieberegler. Den schiebt ihr einfach mal auf so, Start Flash. So, und dann arbeitet es schon. Oh, ist schon fertig. Und dann geht ihr einfach auf unten rechts auf Reboot System und dann startet euer System neu. Und das war doch schon. Und schon habt ihr Super-User-Rechte auf eurem Smartphone. Im Prinzip ganz leicht. Ich habe mir die halbe Nacht, also mit der Methode ist es jetzt relativ leicht. Ich habe es als erstes mit, also wenn es euch gefallen hat, erstmal Daumen nach oben. Ich habe es als erstes mit Autoroot versucht. Das hat bei mir nicht wirklich funktioniert. Und wenn es bei euch auch nicht funktioniert und ihr da auch die Probleme habt, ihr müsst dann nicht unbedingt das System neu aufsetzen oder eine Wippe machen oder so, dass es gelöscht wird. Wippe konnte ich sowieso nicht machen. Dann nehmt ihr einfach aus dem Anfang diese TWRP-Datei, die ich als erstes installiert habe, über Odin und installiert die bei euch auch. Wenn ihr mit der Autoroot gearbeitet habt, wenn ihr mit Autoroot gearbeitet habt, heißt das. Und dann startet das Handy ganz normal. Da braucht ihr dann keine Angst haben. Und dann nimmt ihr einfach die Methode, die ich euch gerade gezeigt habe, um euer Smartphone zu routen. Ihr könnt auch bei großen Problemen oder wenn ihr das neueste Lollipop noch nicht drauf habt, werde ich euch auch unten in die Videobeschreibung die aktuellen Versionen von Lollipop mal reinklatschen als Download-Link. Ist etwas über 1 GB, 1,5 GB oder so sind das. Ich werde euch 1 und 1 werde ich euch reinmachen. Ich werde Telekom, O2, Vodafone und ein Branding-freies, also das heißt ohne irgendwelche Software von irgendwelchen Herstellern, die werde ich euch mit reinpacken. Ich werde euch die Links hierzu reinpacken. Eine Anleitung schreibe ich da diesmal nicht dazu, weil ist ja eigentlich relativ easy. Wenn es euch, wie gesagt, gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Ich verabschiede mich. Ahoi, sagt euer Odin.